Und damit willkommen mal wieder zu einem neuen Part The Legend of Zelda Ocarina of Time, so. Oh, ich verwechsel diese Scheiße immer, weil ich es immer so dumm sage. Im letzten Part waren wir hier bei diesem Coronenkönig und dann haben wir uns auf die Suche, Salia, wir haben Salia gesucht. Und haben dann Salias Lied erlernt, dass wir jetzt hier spielen. Wie geht das nochmal? Nö, falsch, shit. Ich kann dieses dumme Lied einfach nicht. Ich merke mir die Lieder einfach nicht. Ich check's halt unten rechts, links, okay. Okay, jetzt. Und jetzt? Oh mein Gott, was passiert? Mit seinen lila Augen. Alles klar. Okay. Mhm. Ach so. Ja, geh halt noch mehr ab. Ja, Alter, voll die Mucke. Die ist ja viel geiler als die sie nebenan in der Kneipe spielen. Alter, ist die geil. Ein heißer Beat, Alter. Groovy, mega geil, Alter. Mehr davon. Ja, Motherfucker. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronen-Opal benannt, bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Und es ist das Goronen-Armband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stell dich davor und nimm sie mit A auf. Vielen Dank, Herr Darunia. Und jetzt können wir hier, es sieht es gleich, diese Bomben hier. Okay, jetzt sind sie nicht, wenn sie an der Wand hängen, sondern wenn sie auf Boden sind, können wir sie nehmen. Und dadurch können wir gleich den zweiten Dungeon betreten. Oh mein Gott. Und natürlich gehen wir gleich dann auch in den zweiten Dungeon. Ja, erklärt sich ja von selbst. Das, die Donnerblumen sind hier halt jetzt am Anfang so ein kleiner Ersatz. Neben den normalen Bomben. Okay, ich dachte, hier wären jetzt wieder Stäbe. Was nicht ist, danke. Spasten. Und jetzt können wir uns gleich auch ein Herzteil holen. Soweit ich weiß. Und tut mir noch immer leid, dass ich huste. Hoffe, das stört nicht. Denn wir haben ja, beziehungsweise ich habe ja gesagt, hier ist, ja, dass wir hier nicht runter können. Und das liegt daran, dass wir hier gleich erstmal eine Bombe werfen. Und gleich, bam, sprengen wir hier den Eingang zum zweiten Dungeon frei. Oh my God. Spasti. Ihr Fick. Alter, dein Ernst? Explodier. Boah. Fick dich. Und jetzt spring hier runter, danke. Natürlich schaffen wir es nicht, Alter. Willst du mich verarschen? Okay, eigentlich sollten wir hier jetzt hochspringen können.
Also soweit ich weiß, weiß nicht, ob es noch eine andere Lösung gibt. Aber ich glaube nicht. Und jetzt dürfen wir das hier alles nochmal schön hochlaufen. Dann werde ich euch das halt reinschneiden. Aber ist ja jetzt auch egal. Wird jetzt schon bald bei Part 10 und eigentlich... Ja gut, es läuft so halbwegs. Ich schätze mal, wir kommen schon zu den 60 Parts hin. Also so ein normales... Also so ein längeres Zelda-Let's Play halt. Zelda-Let's Play sind ja auch länger. Muss man ja auch mal sehen. Kannst du bitte rübergehen? Alter, schafft es. Alter, du kleine Fotze. Okay, ich schneide es euch genau. Jetzt rein. Okay, mal da. Jetzt haben wir ein neues Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich. Jetzt haben wir hier 5 Herzen. Oh mein Gott. Hype. Und jetzt würde ich mal sagen, mit diesem schönen Anblick betreten wir natürlich den zweiten Dungeon. Hype. Okay. Ja, der Anfang, ich kenne den Dungeon nicht mehr so ganz gut, muss man echt mal sagen. Aber ich hoffe, ich bringe ihn noch irgendwie gut über die Reihen. Also ich kenne die Herzteile und so überhaupt nicht, aber... Dodongos Höhle. Aber sonst soll es eigentlich noch laufen. Das Spiel ja selbst schon lange nicht mehr durchgespielt. Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Okay, Navi. Ist mir schon klar. Boah, es tut mir so leid, dass ich dumm bin. Dass ich huste. Ja genau, nimm halt noch mehr Herzen weg. Jetzt müssen wir hier ein bisschen mit Donnerblumen rumwerfen. Erklärt sich eigentlich von selbst. Okay, hier drüben ist so ein Spasti. Hier können wir irgendwas sprengen. Ich gehe jetzt mal nach links, würde ich sagen. Da könnte am ehesten etwas sein. Und dann ist hier auch noch so ein Spasti, Alter. Der regt halt auch extrem auf. Verpiss dich, lass mich. Danke. Jetzt diese Donnerblume hier einfach nehmen und mal schauen, was dein Ernst. Der wirft die halt auch wieder. Du bist so dumm. Oh, kann ich dich hier irgendwie töten da vorne? Ja, Leute, ich hab sie doch. Wollte sie doch vorher auch hinlegen. So eine Scheiße, ja. Oh, eine Truhe. Jetzt schon? Hä? WTF. Was? Jetzt schon die Labyrinthkarte? Amanakön? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, deine Date. Ich check's ja schon. Warum kann ich das nicht beschleunigen, den Blödsinn? Kann ich dir auch schaden? Nein, kann ich nicht. Visiere ich diesen Spaß dir nicht an. Okay, komm. Mal da, dummer Deko. Ich gebe auf. Wie wäre es, wenn ich dir ein Deko-Schild verkaufen würde? Er kostet 50 Rubin. Ach so, das ist, wenn ich ihn verlieren würde. Ich versuche so gut wie möglich nicht ins Mikro zu husten. Was hoffentlich auch klappt. Irgendwie. Weil das wäre nämlich sehr schmerzhaft für eure Ohren, wenn ich ins Mikro husten würde. Also hier vorne ist, glaube ich, nichts, was ich sprengen kann, oder? Nur hier. Oh, weg, 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 weg. Danke. Bam. Oh, hier ist nur so ein dummes Ding. Man erzählt sich es seit 12.44 Uhr. Interessiert mich nicht. Deine Statue scheint dir etwas sagen zu wollen. Ja, ist mir schon klar.
Ich sagte einem immer die Zeit. Eben für goldenes Gold, du lass uns so weiter. Ich dachte früher, weil ich die wirklich nur hier gesehen habe, dass das. Also, dass das jetzt irgendwas mit den Rätseln zu tun hat. Hat es aber nicht. Oh, und hier geht's weiter. Nice. Wo sind wir jetzt? Oh, shit. Böse, neue, dumme Gegner. Sich am besten verpissen. Oh. Und explodieren, Alter. Ein bisschen Bum-Bum machen. Dumme Tiere hier. Alter, 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 Alter. Also hier in diesem Let's Play sollte die Audioqualität wieder besser sein. Weil ich hier mit dem normalen Mikro aufnehmen kann mit OBS. Aber, oh, hier brauche ich, glaube ich. Bum bum. Also hier muss ich jetzt. Nein, nicht zu weit nach vorne. Reicht. Und jetzt hier nach vorne schieben. Boah, ich will halt auch aufnehmen. Also sagt es nicht, nö, musst jetzt nicht aufnehmen, wenn kommen halt ein paar Tage keine Videos. Ich will jetzt schon aufnehmen. Ich will jetzt nicht das Let's Play. Ja, krach hier halt an. Ich will jetzt nicht das Let's Play auch noch verlieren. Wie diesen dummen Spasten. Was macht ihr hier? Komm her. Alter, wie wenig Herzen habe ich. Töte ihn. Und ich habe die Schleuder gar nicht ausgerüstet. Alter, bin ich dumm. Alter, Alter, Alter. Hallo, würdest du bitte anvisieren? Dummes Ding. Oh, geil. Give me the hearts. Danke. Jetzt sind wir schon bei 13 Minuten. Oh Gott. Das wird's gut, dass wir Herzen bekommen haben. Denn hier sind wieder ein paar dumme Gegner, die wir. Ein Exodurus. Setz dein Schild geschickt ein und nutze Z, um deine Schwerthiebe exakt zu platzieren. Alter Spasti. Der regt leicht auf. Ja, bitte. Oh, ich hasse das, wenn der anvisiert. Hallo, Kletter, bitte hoch, du Dummer. Link! Okay, okay, okay. Nice, 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 nice. Wo ist der andere Spasti? Okay, der ist auch hier irgendwo. Willst du, dass ich hier rüberkomme? Oh, nö, du kommst schon. Hallo, Dumme! Alter, du bist so ein Spacko. Hälfte der Leben schon verloren, danke. Okay, mehr als die Hälfte, mehr als die Hälfte, mehr als die Hälfte. Alter, kommt drüber, ihr Bastarde. Nee, nicht sterben. Ja komm, scheißt ihr euch etwa nur. Alter, stirb. Du stirbst mir hier jetzt, gibt es doch nicht. Ja genau, gib mir halt keine Herzen. Jetzt kommt hier nur noch die andere. Alter, ich will dir nicht sterben, please. Alter, auch tot. Nice. Und da geht's weiter. Oh mein Gott. Und hier drüben sollten Herzen drin sein jetzt. Alter, bitte. Du bist so ein Bastard. Warum sind hier keine Herzen? Junge, meine Herzen. Alter, und jetzt kann ich hier wieder zurück, oder wie? Alter, hier vielleicht Herzen. Ich brauche sie, please. Alter, Herzen. Herzen. Oh, oh, oh. Orgasmus. Du geil, Sau. Okay, wir sind jetzt sowieso woanders. Hä? Ach, seid ihr diese dummen Dinger, die man nur von hinten verletzen kann? Fuck.
Habe ich jetzt nicht ernsthaft mein Schild verloren? Boah, leck mich. Das ist so unfair. Dass ich jetzt wieder diesen... Aber es geht auch ohne Schild. Ich habe es als Kind, beziehungsweise im letzten Mal durchspielen jetzt, auch ohne Schild geschafft. Also nichts ist hier unmöglich. Alter, du Dummer. Du Dongo. Also, wie heißen diese Tiere? Heißen die so Dodongo? Heißen die Dodongo oder das Ding? Oder ich weiß selbst nicht. Tut mir leid. Okay, ich kann auf jeden Fall diese Bombe hier mit nach hinten nehmen. Was ich schaffe. Danke. Und jetzt bumm. Bam. Jetzt können wir durch. Und hier ist... Oh, shit. Ah, ich habe kein Schild. Fuck. Okay, dann kann ich hier schon verpissen. Ich kann mich eigentlich hier schon verpissen. Ich kein Schild habe. Ist ja nice, dass ich jetzt hier kein Schild habe. Das heißt, ich kann jetzt überall nicht weiter, oder wie? Aber ich glaube, hier hätte ich auch nichts Richtiges dann bekommen. Beziehungsweise ich weiß, dass ich hier nichts bekommen hätte. Bekomme eh nur Scheiße von diesen Bastarden. Okay, jetzt hier. Wie kommen wir hier jetzt? Oh. Ah, jetzt geht das hier drüben auf. Oh, jetzt verstehe ich langsam hier. Geh weg, dummer Spasti. Jetzt können wir hier durch. Und jetzt geht's weiter. Geil. Okay. Was ist jetzt das hier, glaube ich? Ich glaube, ich muss die Bombe jetzt hier hinlegen. Denn jetzt passiert... Bam, alles explodiert. Oh my gosh. Jetzt bricht hier das hier runter. Ja, schön. Oder soll ich das schön finden, meine ich? Und hier muss ja auch irgendwo eine goldene Skulptur sein, soweit ich weiß. Also hoffentlich. Denn wir haben noch nicht sehr viele von denen. Stimmt's? Stimmt es? Oh mein Gott. Ja, wir haben drei. Ha. Lol. Aber mit dem Herzteil geht's eigentlich. Ich glaube, ich habe bis jetzt alle, die ich wirklich sammeln muss. Soweit ich weiß. Ja, und man hört die Skulptur auch schon. Und ich bin dumm. Springe halt natürlich wieder runter. Alter. Rauf, ja, Link. Boah, das ist nervig, wenn der Spasti hier. Kletter hoch, please. Hoch mit dir. Link, du geil. Okay. Alter, wie viele Herzen und was wir... Ich meine, wie viele Rubine wir hier bekommen. Ich hätte sicher schon viel mehr... Ich kann sicher so, schau. Schon viel mehr Skulltulas haben. Wetten. Nur bin ich halt zu faul, beziehungsweise habe ich noch nicht so viele. Ja, eben hier... Das ist ja gar keine goldene Skulptula. Was ist denn hier? Doch, hier oben. An die wir noch nicht rankommen. Oder? Okay, wieso habe ich es jetzt geleckt? Nice. Seine goldene Skulptula zerstört. Oh mein Gott. Und ich würde mal sagen, jetzt gehen wir noch hier nicht mehr rein. Und würde mal sagen, das war's für den Part. Haut rein und tschüssi.